Fridolin. Ich gebe euch mal ein Stichwort. Es fängt mit Neger an und hört mit der zweitschönsten Sache des Lebens auf. Negerkuss? Mehrzahl. Will ja nicht nur einen Kuss haben, sondern jeder mindestens zwei. Um einer Störung des Unterrichts vorzubeugen, werden die Küsse aber nicht gleich, sondern 5 Minuten vor der Pause verteilt. Gretchen? Ich glaube, man sagt nicht mehr Negerküsse, Herr Specht. Wie denn dann? Schokoküsse. Wie kam es zu dieser Umbenennung? Weil die Bezeichnung Neger diskriminieren. Das sollten Sie ja nicht wissen, Herr Dr. Specht. Wie sagst denn du zu Neger? Schwarzer. Sind zwar nicht alle Neger schwarz, aber das Wort, hergeleitet aus dem Lateinischen, Niger, Nigra, Nigrum, gleich schwarz, würde erst dann zum Schimpfwort werden, wenn man statt Neger in abfälliger Weise Nigger sagte. Natürlich hält das die Tugendwächter aller Länder nicht davon ab, uns ständig irgendwelche Worte im Mund zu verdrehen oder sogar zu verbieten. Political Correctness heißt dieser Schwachsinn, der aus den USA kommend jetzt auch uns erreicht und verheerende Folgen gezeitigt hat. Ersatz für Hexenverfolgung wird sie nicht nur von Politikern und Professoren, sondern auch von wild gewordenen Emanzen, linken und rechten Hohlköpfen und vor allem von Schreiberlingen gepredigt, die kein Blut, sondern im Wesentlichen Tinte in ihren Adern haben. Sprachpolizisten, Sprachverbrecher allesamt, die jedes Substantiv, jedes Verb auf ihre rassische Reinheit untersuchen. Na gut, Ende der Schmährede. Euch fallen bestimmt noch ein paar andere Beispiele ein. Worte, die aus unserem Sprachschatz stammen und plötzlich nicht mehr genehm sind. Zigeunerschnitzel. Keine weiteren Fragen. Weitere Beispiele sind natürlich erbeten. Ja, Felix.